Was ist unser Ziel? Retten Sie die Gefangenen. Toll, das hätten wir locker vorhin machen können. Ich weiß nicht, was er in dem Moment mit seiner ganzen Muni gemacht hat. Nein, die Waffe will ich nicht. Och, nee, die Mission ist kacke. So gefällt mir das. Hier sind auch Unsichtbare. Ja, schwarze Hand, die sind nachher unsichtbar. Da, verwette ich mein Ärschchen drauf. Da komme ich, glaube ich, noch nicht durch. Das sagt mir dieser gelbe Punkt. Diese Tür erfordert eine Sicherheitsfreigabe der Stufe 2. Aber ich glaube, da... Moment, hier kann ich runter. Da. Neues primäres Einsatzziel. Sie sollen nur kommen. Ach komm schon. Stirb! Wenn ich jetzt so mal rückblickend gucke, dann hätte ich besser das U-Boot beim letzten Mal noch gemacht. Dann hätten wir frisch in die neue Folge gestartet und hier nicht so viel Zeit vergammelt. Ärgerlich. Da, es gibt Autospeichern. Warum gibt es keine Taste für Schnellspeichern? Ätzen. Mann. Das wäre cooler gewesen. Dann rennst du weiter, drückst einfach mal schnell Knöpfchen und los. Aber nein. Hier wird nicht. So, Ende im Gelände. Diese Tür erfordert eine Sicherheitsfreigabe der Stufe 2. Ah, es explodiert sogar. Gut zu wissen. Ach cool, und jetzt kommt sogar mal richtige Command & Conquer Musik. Zumindest in Tiberium-Konflikt kommt die vor. Ach lol. Hehehe. Der hat mich ja ziemlich erschreckt, ey. Oh, Offizier gegen Offizier. Yes. Wir sind der Oberoffizier. Cooler Wortwitz, fällt mir gerade so. Finden und retten Sie die GDI-Gefangenen. Hedy! Och, schon wieder. Scheiße. Irgendwo ist hier einer da oben. Oh, hier ist halt ziemlich viel Zeug. Das werden wir mal im Hinterkopf behalten, wenn es uns mal ein bisschen schlechter geht. Alter, jedes Mal möchte ich auf die Typen schießen. Der Offizier hat es aber auch nicht so eilig mit Schießen. Gut, das nehme ich ihm jetzt nicht übel. Jetzt höre ich keinen mehr. Gut, dann kommen wir weiter. Gerade wenn ich keinen mehr höre, ist es wohl am gefährlichsten. Ja, komm schon. Hier ist eine Treppe. Jump and run. Jump and run. Ja, nichts kann man gebrauchen außer Minen. Super. Ach, Triss ist das. Hallo? Sabotieren Sie die 4 Notraketenwerfer. Oh, da weiß ich noch. Um die Raketenwerfer zu sabotieren, wählen Sie sie aus und verwenden dann die Aktionstaste. Da habe ich damals ewig gesucht, weil ich eine Notrakete nie aktiviert habe. Und das habe ich einfach nicht gerafft. Das war echt dumm von mir. Ach Junge, warum kassiere ich da so einen fetten Treffer? Ist ja bitter. Hier ist keiner. Da kommt einer runtergefahren. Ja, das war aber sehr offensichtlich. Neue Verdrahtung vollständig. So. Raketenwerfer sabotiert. Perfekt. Nein, ich treffe ihn einfach nicht. LOL. Boah, das war mega schlecht. Sabotieren Sie die 4 Notraketenwerfer. Um die Raketenwerfer zu sabotieren, wählen Sie sie aus und verwenden dann die Aktionstaste. Ich blöd, ich sehe den nicht. Guck mal aufs Radar. Das Radar ist irgendwie keine Hilfe. Das ist alles ein bisschen klein. Genau, das habe ich hier damals nie gefunden. Und deswegen habe ich bestimmt so 2-3 Tage an dieser Mission gehangen. Hallo, was quietschen wir so? Boah, wo? Wo kann hier einer auf mich schießen? Ich versteh's. Da oben. Du Sackgesicht, ey. Ist er in Sniper-Pussy, der Sack? Geht ja mal nicht klar. So, was haben wir denn vor? Ich komm, wir fahren mal da hoch. Mal ein bisschen Überblick verschaffen. Hier ist keiner mehr, sehr gut. Zumindest ein bisschen aufräumen. Bei Nacht kommen sie eh wieder alle angerannt. Die kleinen Milchmänner hier. Hier oben ist keiner. Aber da hinten war noch ein Gang, da möchte ich nochmal schnell schauen. Das war der, okay. Gut, ich werde jetzt nochmal oben lang gehen, dann haben wir ein bisschen einen Überblick. Dann kann uns keiner mehr auf den Kopf spucken. Wie sie das so gerne hier machen. Schon wieder so ein mega Komplex. Ich frage mich gerade, ob das ein Boot ist. Ah, jetzt sind wir wieder am Anfang. Sehr gut. Was mich jetzt wundert, ich habe keine Karte gefunden.
Aber ich kann hier, glaube ich, noch hoch. Genau das war's. Boah, und ich weiß nicht, wenn wir die Karte haben, dann werden die unsichtbar. Also das spoilere ich jetzt einfach mal. Ist auch egal. Das wird ziemlich ätzend. Wo? Wo? Diese Tür erfordert eine Sicherheitsfreigabe der Stufe 3. Wo war das? Irgendwo hier etwas auf uns geschossen. Hier. Da, Junge. Meinst du, ich sehe den? Das ist ja echt schon witzig. Na egal, solange sie immer Rüstung fallen lassen. Diese Tür erfordert eine Sicherheitsfreigabe. Das will ich gar nicht hören. Das interessiert mich alles gar nicht. Nein, solange wir immer Rüstung bekommen, ist das hier alles echt easy going. Ach, da ist es schon der nächste. So, das Geile ist, der muss jetzt hier hoch. Ach, jetzt dachte ich, ich kann ihm ein Schnippchen schlagen. Aber ich habe mich ihm erstmal schön auf den Präsentierteller gesetzt. Diese Tür erfordert eine Sicherheitsfreigabe der Stufe 3. Ja, Mann, ich weiß das doch. Und es wundert mich eigentlich, dass man hier immer die weibliche Stimme hört. Denn das ist... Finden und retten Sie die GDI-Gefangenen. Hier finde ich sinnvoll, weil das ist so der Computer der GDI, diese weibliche Stimme. Diese Tür erfordert eine Sicherheitsfreigabe der Stufe 2. Iva heißt sie, glaube ich. Und dann gibt es ja noch den Computer der Not. Ich weiß nicht mehr, hieß der Kabal oder sowas? Ich glaube Kabal. Das war so eine männliche Stimme. Das würde bei den Türen natürlich ein bisschen besser passen. Gut, aber wir haben ja keine Ansprüche. Diese Tür erfordert eine Sicherheitsfreigabe der Stufe 2. Also es wäre auf jeden Fall cool, wenn die Stimme von Kabal ja auch mit drin wäre. Ja, da erinnere ich mich so an die alten Missionen von Command & Conquer. Oh, die erschrecken mich jedes Mal. Wo, Kabal? Aber was ist hier? Was klingt hier so komisch? Genau, wo der Computer von Not sich quasi selbstständig macht, seine Intelligenz ausnutzt und Not verrät. Und Not klaut sich dann die Kommandoeinheit von der GDI. Und dann hat man plötzlich mit Not diese Frauenstimme und auch nur noch GDI-Bauwerke. Also von der Story her super gemacht. Das war, glaube ich, Tiberian Sun. Schaut's euch mal an. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Geiles Spiel. Ist so ein bisschen comicartig von der Grafik, aber das heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Gibt's hier noch was? Ach, die Tür habe ich vorhin übersehen. Oh ja, und gleich hagelt's hier Unsichtbare. Kritische Antriebssysteme geortet. Suchen und zerstören. Machen wir das? Optional, bringt mir nicht viel. Oh, ich habe keinen Bock auf die. Ehrlich gesagt, die sind richtig kacke gleich. Ja, und die sind vor allem gute Schützen. Oh, sind die gepanzert, mein Gott. Das sind so die Überkrieger der... der Not. Richtig gefährlich. Ist hier noch einer? Ja, tatsächlich. Ja, toll. Und der hat wieder mal nichts ausgehalten. Das ist so, manchmal ist das echt komisch hier. So, wo kommen wir denn hier rauf und runter? Muss aber so ein bisschen... Da, das meinte ich. Man muss die Fahrstühle im Auge behalten, weil sonst kriegt man hier richtig fies einen reingedrückt. Komm schon. Hallo. Ich stelle mich dem Kampf. Wo ist er? Ja, gegen Hedgehogs hält er nämlich auch nichts aus. Gut. Oh nein! Nachladen ist immer mies. Dann machen sie dich fertig. Ich weiß nicht, wie viel sie noch aushalten. Ihre Herzen schlagen noch. So, dann haben wir die auch befreit. Oh, Mann, wir sind froh, sie der zu ist ja gut im Saft, wa? Holen Sie uns hier raus. Finden und reißen Sie die GDI eine Sicherheitsfreigabe der Stufe 2. Boah, haben wir natürlich nicht, okay. Aber ganz ehrlich, guck mal, dem kann es doch nicht so schlecht gehen, wenn ich hier noch Liegestütze mache. Aber zumindest ist er sehr optimistisch, dass er gerettet wird. Also ja, man soll ja immer positiv denken. Das auf jeden Fall. Habe ich jetzt Fallschaden bekommen? Im Ernst? Oh, Mann. So, ich muss doch noch hier runter, oder? Kritische Antriebssysteme zerstört. Muss gar nicht runter. Gut, ja, dann machen wir das halt so. Ja, das ist nämlich jetzt das Problem. Das hätte ich jetzt besser nicht gemacht. Antriebsversagen steht unmittelbar
Weil jetzt wird's lustig. Jetzt müssen wir richtig aufpassen. Besorgen Sie sich eine Deckzugangskarte. Ja, toll. Wo? Alter, die Karte, die kannst du echt in die Tonne kloppen. Obwohl das ziemlich nah beieinander ist, ne? Wenn ich das jetzt hier mal so sehe. Ich vermute aber, das wird wahrscheinlich höher liegen. Dass der irgendwie oben auf Deck ist oder sowas. Wo sind sie? Ich habe keine Angst. Okay, ein bisschen, aber nicht wirklich. Geil, Granatwerfer, das ist fett. Habe ich oben eine Tür übersehen? Das werde ich jetzt nochmal prüfen. Nicht, dass die Zugangskarte direkt in der Nähe liegt. Das wäre dann ärgerlich, wenn wir da auch wieder so viel Zeit dran verloren hätten. Immerhin im Moment. Ah, Moment, hier kann ich noch weitergehen. Das habe ich noch nicht nachgeguckt. Oh, oh. Das sieht gefährlich aus hier. Oh, oh. Nein, nein. Ach du Scheiße, da muss man nur aufpassen. Oh, hat er mich wieder erschrocken. Genau, die Novizen. Die sind auch aus Tiberian Sun. Ja, wie gesagt, das ist so der Reiz an dem Spiel, dass das sehr stark doch mit Command & Conquer verknüpft ist. Nein, die Maschine kalt. Boah, Alter, ist der stark. Was macht man gegen die Flammenwerfer? Flammenwerfer habe ich auf der 4. Okay, gut zu wissen, damit ich dann schnell wechseln kann. Boah. Die sind so fies stark, diese Aliens. Kommst du runter? Danke. Denn jetzt holen wir uns erstmal die Zugangskarte. Wo seid ihr? Ich weiß doch, dass hier nicht alles sauber ist. Eindringling wurde identifiziert. Captain Nick Parker von den GDI Special Forces. Willkommen. Ach, wie dumm. Bitte bleiben Sie, wo Sie sind. Das Wachpersonal ist bereits zu Ihnen unterwegs. Ah, das ist aber nett. Das Empfangskomitee quasi. Aber nee, wir werden nicht warten. Denn Not ist nicht so ganz zuverlässig. Wo muss ich denn hier hin? Finden und retten Sie die GDI-Gefangenen. In die Suppe will ich aber nicht springen. Ach, hier geht's weiter. Ja, man muss mal gucken, dass man hier keine Tür übersieht. Das ist sonst echt ärgerlich. Dann läuft man nochmal durchs ganze Schiff. Boah, sind hier viele, wa? Nein. Na, haben wir ordentlich einen eingeschenkt bekommen. Und nur nicht von dem Heli erwischen lassen. Das wäre richtig fies. Dann können wir nämlich direkt ins Gras beißen. Ist das schlimm, dass ich den jetzt umgebracht habe? Habe ich jetzt die Deckkarte? Offizier, Offizier, Offizier! Boah, der hat wieder ordentlich eingeschenkt. Vielen Dank. So, jetzt wird hier erstmal ein bisschen freigeräumt. Wo ist denn meine Zugangskarte? Ich möchte hier so einen Drink. Das ist wie bei Minecraft. Länger laufen, höher springen. Ich glaube, ich muss noch eins hoch. Radar wird aktualisiert. Ja, schön auf einer Stelle stehen, habe ich es leichter. Zwei? Nee. Ich werde jetzt erstmal nachladen. Hallo, Freunde. Da drüben ist auch noch was. Oder? Ja, hier geht's auch noch weiter. Immer schön beide in Action halten. Weil die Betten sind aber auch ein bisschen. Oh, sag ich noch nichts zu, ne? Das ist doch. Muss man mal die Arbeitsgewerkschaft hier auf den Plan rufen. Ach, du brauchst gar nichts mehr. Für dich ist es leider vorbei. Oh, wer sich kullert. Oh, komm. Ach, der hat schon was abgegeben. Hat ja nichts mehr für mich. Die sind die schlimmsten. Vor allem, wenn die dann noch explodieren. Ey, da darf man echt nicht mehr dran stehen. Boah, hier ist ja richtig. Was angesagt. Nein, ich hänge fest. Komm, jetzt trau dich aber auch. Aber ich glaube, da war noch so ein Flammenfuzzi. Boah, war das gemein. Haben sie einen ja richtig eingekesselt.
Das ist die andere Seite. Okay, dann Rüstung nehme ich nachher mit. Wird dir nicht das letzte Mal sein, dass wir hier Schaden kriegen. Und hier irgendwo ist der Captain. Zu viel los. Nein! Warum geht der denn nicht runter? Boah, ist das schon wieder... Durch die Decke, ne? Ja, komm, hör auf. Alter Cheater.